Ey, ihr Prismen und willkommen zurück zu Need for Speed Most Wanted von 2005. Und da wir in der letzten Folge ziemlich verkackt haben, ich will euch da jetzt nicht mit reinziehen, machen wir jetzt nicht nochmal diese Radarfalle, denn ich habe gerade überhaupt keine Lust mehr auf die. Stattdessen machen wir jetzt eine Mautstelle, damit wir ein bisschen entspannen können. Ja, es ist schon viel besser irgendwie, das gute alte Gefühl neben der Mautstelle zu starten. Keine Gegner im Nacken. Das ist doch cool. Okay. Ich weiß gar nicht, ich war ja vor kurzem in Schweden. Letzten Herbst, okay, was heißt vor kurzem? Also letzten Herbst war ich ja in Schweden. Im Oktober und also Oktober, Ende Oktober, Anfang November war ich in Schweden. Und ich bin mir nicht sicher, ich glaube, da musste ich auch Maut bezahlen, als ich. Oh Gott, wie war denn das? Ich bin nach in Richtung Dänemark gefahren und von dort aus nochmal vier Scheiße. Und von dort aus dann mit der Fähre nach Dänemark. Ich weiß aber nicht genau, von wo die Fähre gestartet ist. Von dort aus bin ich dann mit der Fähre nach Dänemark, mein Gott. Dann nochmal 4 Stunden durch Dänemark gefahren. Und dann auf der Grenze. Oder an der Grenze zu Schweden, musste ich nochmal Maut bezahlen. Ja doch, genau so war das. Bin ich mir gerade ziemlich sicher. Fand ich interessant, weil wenn man mit dem Auto nach Schweden fährt, muss man keine Maut bezahlen. Aber nach Schweden hin gibt es irgendwie noch Maut. Und muss ich gerade halt irgendwie dran denken und ich dran denken und irgendwie, weiß nicht, wollte euch das mitteilen. Tut mir leid. Aber so hatte ich wenigstens ein bisschen Gesprächsstoff für den Anfang dieser wunderbaren Need for Speed Most Wanted 2005 Folge. Und jetzt bin ich stolz auf mich. Wow, Polizisten haben sich schon abgeseilt, oder? Was ist da los? So, noch knapp eine Minute bis zur nächsten Mautstelle. Ich denke mal, das ist die, an der wir gerade so gesehen vorbeigefahren sind. Wow, Alter. Okay. Deswegen fahren wir jetzt rechts rum und holen uns die Mautstelle, mein Gott. Ich hasse es, wenn man irgendwie seine Zunge nicht mehr richtig kontrollieren kann und da kommt nur noch Scheiße aus dabei raus. Oh, ohne Nitro Boost trotzdem noch mehr als 10 Sekunden Zeit. Bonus. Zeitbonus. Fuck. Okay, weiter geht's. Spurwechsel. Richtig close dann vorbei hier. Ja. Okay. Ohne Nitro Boost. Noch mehr als 20 Sekunden Zeitbonus. Boah, Junge. Da vorne schon wieder Polizei. Oder war zumindest. Ich finde es immer interessant, wenn man irgendwie so mit dem Zug fährt. Dann kommt ein anderer Zug so entgegen und man hört einfach die ganze Zeit nur. Also man hört die ganze Zeit nur so, wie der Zug an einem vorbei rast. Und dann irgendwie, wenn der Zug wieder weg ist, ist auf einmal wieder alles leise. Man hört nur noch seinen eigenen Zug. Ich fand das irgendwie immer richtig interessant, aber ich bin schon ewig nicht mehr Zug gefahren, muss ich dazu sagen. Oh, Scheiße. Oha. Ich glaube, da habe ich mich
gerade so ganz gut vor dem Crash gerettet. Ich denke, wäre ich nicht vom Gas gegangen... Moment, das ist erst da hinten. Ich denke mal, wäre ich nicht vom Gas gegangen, hätte das, wäre das gar nicht mehr gegangen. Das hier zum Beispiel, das ich da gerade eben, glaube ich, zum Einsturz gebracht habe, ist einer dieser Stopper, der auf der Karte nicht als Stopper gezählt wird, sondern der, also der halt trotzdem die Polizei aufhält, von denen ich in der letzten Folge oder vorletzte berichtet habe. Yeah. Ganz cooles Foto. Ja, ich bin ja immer noch in der Verfolgungsjagd hier. Dann versuche ich mal was. Ah, richtig schlecht. Zwar einerseits war es gerade total dumm, dass ich da durchgefahren bin, weil mich überhaupt kein Polizist gesehen hat. Aber wir können uns ja hier in Sicherheit bringen. Perfekt. Haben wir jetzt 7 oder 6 Rennsiege? 7. Gut, dann machen wir jetzt nochmal diesen letzten Sprint hier, der nur, Entschuldigung, ich muss mich nicht hinsetzen, der nur ein paar schlimme Kurven hat. Also zumindest so, wie ich es gerade überflogen habe. Yo, es gibt irgendwie eine Schlingenkurve. Was geht bei euch? Okay, der eine hat sich direkt umgedreht. Der hat wohl keinen Bock mehr. Na, jetzt fährt er wieder. Fährt er jetzt auf dem Dach oder fährt er jetzt normal? Mann. Okay. Wir haben jetzt gerade alle den anderen Weg genommen. Was vielleicht gar nicht so blöd gewesen wäre. Wow. Denn zwei davon haben sich jetzt gerade vor mich gesetzt. Der eine war schon vor mir und der nächste kam direkt auch vor mich. Weg mit dir. Mann. So. Zack. Ha, was mit euch? Seid ihr in der Wand stecken geblieben? Okay. Ha. Na komm. Okay. Okay, ich bin gerade genauso ein guter Kommentator wie bei JP, wie JP bei Mario. Und die ganze Zeit immer so, und irgendwann mal ein, ja, ich hab's doch noch geschafft. Herauskam. Aus seinem Mund. Ich weiß nicht, habe ich nicht sogar eine Folge Mario irgendwie hi geil Butz genannt, weil es echt das einzige war, was ich aus der Folge noch in Erinnerung hatte. Da links waren eben wieder zwei von diesen Stoppern, die nicht als Stopper zählen, die Polizei aber trotzdem aufhalten. Boah, fuck. 50% erst, ja, dann lass mich zwar ungern überholen. Aber wenn ich jetzt nicht zu große Scheiße baue, dann sollte ich das ja noch wohl noch schaffen, den wieder einzuholen. Ja, genau. Bei solchen Ecken habe ich immer ein bisschen Schiss. Wow. Okay. Alright. Alright, okay. Ey, fick dich. Alright, okay. Alright, fick dich. Alright. Schluss mit dem Stuss jetzt, Alter, komm her. Zack. Überhol. Fuck. So. So. Jetzt links. Schön, dass du mir gerade noch so den Weg frei gemacht hast. Und ich glaube, da waren gerade wieder ein Haufen Störgeräusche, denn ich nehme gerade also ziemlich das allererste Mal um 12 Uhr mittags auf und das ist ungefähr die das ist ungefähr die Hauptberufszeit der LKWs, die an meiner Wohnung vorbeifahren, weshalb immer mein ganzer Schreibtisch, wenn nicht sogar mein ganzer Aufnahmebereich, also mein ganzes Aufnahmezimmer wackelt. Boah, Junge. Das wird so knapp, ne?
Fuck. Das wird so scheiße knapp. Okay, jetzt ist er hängen geblieben. Ja! Ich schaff das! Ach, da war das Ziel schon. Richtig unspektakulär. Boah, okay, Rennsieger haben wir geschafft. Jetzt kommen die Meilensteine. Einen haben wir ja schon. Rammel in einer Verfolgung 32 Polizeiwagen und flüchte, um den Meilenstein zu erreichen. Erziele in einer einzigen Verfolgung ein Kopfgeld von 600.000! Danach musst du der Verfolgung... Ja, geil. Schrien. So. Lass dich in eine 8-minütige Verfolgung verwickeln. Dann komm anschließend, um den Meilenstein zu erreichen. Okay. 225... Nee, den mach ich nicht. Der sieht ein bisschen einfacher aus. 255 und 285. Gut, dann fange ich jetzt nochmal mit der Verfolgungsjagd an. Erfahrungsstufe 1. Das wird ja ein Spaß. Es geht. Ah, Moment, dann komme ich. Ja, dann mache ich es anders. Okay, die Zeit ist mir ein bisschen zu knapp. Ich werde es so machen. Ich werde jetzt der Verfolgung entkommen und mich dann doch eher an die drei, du musst mit so und so viel geblitzt werden, Meilensteine wagen. Denn da kann ich es besser kontrollieren, dass ich dann auch wirklich bei 15 Minuten aufhöre. So, genau hier. Ach ja, genau hier ist mein A. Richtiger Fail. Okay. In Fahrtrichtung Süden auf dem Bond Boulevard. Ja, sehr schön. So. Ich versuche mich jetzt mit. Na komm, versuche ich den mal. 225. Was? Das kriege ich doch niemals hin. Ja. Shit, hätte ich noch ein bisschen Nitro gehabt, hätte das sogar geklappt. Aber gut, dann versuche ich mal einen, der mir etwas leichter erscheint. Ich glaube 255, war das richtig? Okay, versuchen wir es mal. Nein! Nein! Okay, den darf ich auch nochmal machen und den versuche ich auch direkt nochmal. Ah, shit, Alter. Okay. Ich hoffe, jetzt ist hier nicht so viel Verkehr. Sieht bisher ziemlich schlecht aus. Oh, Mann. Ah, oh, Junge, warum muss da auch so ein scheiß Berg sein, Alter? Da kannst du einfach nicht drüber gucken. So, da vorne ist auch noch Polizei. Ja, genau. Scheiße, der hat mich gesehen. Das wird's gebracht haben. Was war das denn? Ich konnte den nicht treffen, Alter. Ich versuche jetzt was anderes. Oh, nice. Einfach. Okay, für ein... Alter, ich entschuldige mich wirklich für dieses Steuergeräusch, wenn es da welche gibt. So, 285 auf dem Highway. Das wird ein Ding. Das ist gleich der Highway. Das ist ja dieses Camping-Fort-Ding hier. Oh wow. Für den hat's gereicht. Aber ich muss den anderen. Aber ich sehe gerade, die Folge geht hier zu Ende. Deswegen sage ich
Wenn es euch gefallen hat, freut mich das. Und ich würde sagen, haut aus, bis dann und ciao.